Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin Edition. Im letzten Part haben wir das Windkraftwerk von Team Galactic befreit und das kleine Mädchen zu seinem Papa zurückgebracht. Dann haben wir die Route 205 durchforstet und alle Tränen niedergeplättet und dabei eigentlich nicht viel Interessantes erlebt. Ein paar Level sind wir halt aufgestiegen und jetzt wollen wir in den ewigen Wald. Im Ewigwald sind viele Pokémon zu Hause, aber ich habe kein Gegengift gekauft. Was mache ich denn jetzt nur? Keine Ahnung. Gehe ich weiter oder doch lieber zurück? Tja, hättest du mal vorher was eingekauft. Hier kommen wir anscheinend nicht durch, obwohl unser Barmelin ja mit seinem ach so zerschneidenden Schweif die Bäume plätten könnte. Aber nein, er stellt sich natürlich an. Eine schöne Musik. Ein Trainer? Hallo, mein Name ist Raissa. Und du bist? Oh, du bist also Adrian. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Adrian, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich möchte durch den Wald gehen, aber allein habe ich Angst. Ich habe gehört, dass hier einige dunkle Gestalten herumlaufen, die sich Team Galactic nennen. Ich denke, wenn man nicht allein ist, ist man auf jeden Fall sicherer. Kann ich bitte mit dir gehen? Na klar kannst du mit mir gehen. Gut, ich werde deine Pokémon stets in Topform halten. Alles klar. Wir gehen in einen dunklen Wald, treffen auf ein scharfes Geschoss und die fragt uns, ob wir mit dir gehen wollen. Läuft bei uns. Tag live. Ja. Der Ewigwald, wo der Fluss der Zeit nie versiegt. Ich suche nach Käfer-Pokémon, damit ich in der ewigen Arena Chancen habe. Käfer-Pokémon sind eine absolute Wucht, sie wachsen wirklich schnell. Unheimlich, wenn plötzlich zwei wilde Pokémon gleichzeitig auftauchen. Okay. Und da ist ein echt seltsamer Stein. Der Stein ist von Moos bedeckt, das fühlt sich herrlich kühl an. Naja, wahre Pokémon-Kenner wissen, was das für ein Stein ist. Ich werde es aber nochmal erläutern. Es gibt ein Pokémon, das sich, wenn man diesen Stein berührt hat, per Level Up in ein ganz bestimmtes Pokémon entwickelt. Ja. Ohne zu spoilern habe ich erklärt, was wofür der Stein gut ist. Achievement get! Okay, komm. Genug der Witze. Und hier erwartet uns sogar der erste Doppelkampf. Ja gut, wir hatten schon Doppelkampf gegen Zwillinge, aber das waren wir alleine mit unseren beiden Pokémon. Jetzt machen wir einen Multikampf quasi. 2 gegen 2. Trainer. Action. Du fragst, was cool ist? Nein? Ich sage es dir trotzdem. Käfer Pokémon! Wir befinden uns nur auf einem Gewaltmarsch. Was? Okay. Wampel, los! Los, Pachirisu! Chanera, los! Los, Bam! Alles klar, die hatten Chanera dabei. Und Pachirisu ist ein Elektro-Pokémon. Das ist mir zu risky. Ja. Bam, komm zurück! Ja, Pachirisu kann Funkensprung. Richtig öde. Aber es ist dumm und setzt es gegen Chanera ein. Und es steckt es easy weg. Rasierblatt. Ah, Rasierblatt trifft beide. Und es spammt mit Eierbombe. Das ist eine sehr starke Attacke. Ich glaube, 100 Stärke. Ja, 100. Und 75 Genauigkeit aber bloß. Also kann daneben gehen. Winzglaub erreicht Level 17. Winzglaub versucht Fluch zu lernen. Okay, was ist das denn? Eine Attacke, die bei Geist-Pokémon anders funktioniert. Ah ja, okay. Ich weiß, was Fluch bringt, deswegen werden wir hier Panzerschutz verlernen. Wenn ein Geist-Pokémon Fluch einsetzt, dann zieht es sich selbst die Hälfte der KP ab und belegt den Gegner mit einem Fluch. Diese sorgt dafür, dass er am Ende jeder Runde ein Viertel seiner maximalen KP Schaden bekommt. Sprich, nach 4 Runden wäre das gegnerische Pokémon halt kaputt. Aber wird Fluch von einem Pokémon eines beliebigen anderen Typs eingesetzt, also eines anderen Typs, das nicht Geist ist, bewirkt die Attacke, dass du einen Angriffs- und einen Verteidigungsboost von einer Stufe bekommst
Also ein Drittel ungefähr. Und senkt aber deine Initiative um eine Stufe. Nee, sparen. Wenn du eine Stufe steigst, sind es 50%, genau. Also du kriegst halt 50% Angriff, 50% Verteidigung, aber minus 33% Initiative. Ist bei einem defensiven, also bei einem Tank wie Chelast und deren Entwicklung sehr, sehr geil. Also da kann man sich richtig nice. Ich meine, du bist eh langsam. Wir tragen die Flinkklaue, damit sind wir dann, haben wir eine Chance auf Priorität. Also ist Fluch eine richtig gute Attacke. Giftstachel ist effektiv. Okay, der macht Eierbomb mit Zack. Und Charlocko ist down. Wir kämpfen jetzt bewusst mit nur mit Vinci Glaub, weil ich will, dass der sich entwickelt. Und er hat mir das nämlich auch schon mal. So, Tackle. Jetzt kommt die Flinkklaue. Na, und Tackle geht daneben, weil Papinella mit einem Windstoß ausreicht. Ja, Windstoß ist auch effektiv gegen Vinci Glaub, aber er sollte es überleben. Knapp. Okay, Chanera kann sich selbst heilen mit Weichei. Aber uns leider nicht. Vinci Glaub, komm zurück! Los, Shiny! Machen wir erstmal einen Bedroher. So. Funkensprungattacke! Zack! Papinella ist, ja, ihr habt gerade drei neue Pokémon gesehen, habe ich gar nicht erklärt. Wurmple ist ein Käfer-Gift-Pokémon, Charlocko ebenfalls und Papinella ist ein Käfer-Flug-Pokémon. Die gehören alle derselben Entwicklungsreihe an, also Wurmple entwickelt sich zu Charlocko und dann später zu Papinella. Was heißt später? Käfer-Pokémon haben die Eigenschaft, dass sie sich irgendwie sauschnell entwickeln. Wenn sie, glaube ich, erreicht Level 18. Ignoriere keine Käfer-Pokémon, das Käfer ärgert mich. Oh, du bist so gemein. Tja. Hey! Vinci Glaub entwickelt sich. Chelkerein! Ja, Mann, Chelkerein. Ich find's vom Design her okay. Die Büsche auf dem Rücken sind halt irgendwie komisch. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ziemlich geil. Level 18 war also das Entwicklungslevel. Boah, guckt euch den Bulk an! Ja? Krank! Wir haben ja jetzt schon ein richtig nices Team. Ah, warte. Attacken ordnen. So. Und unsere Pokémon sind vollgeheilt, dank Raissa. Also nach jedem Kampf, egal was wir an Schaden genommen haben. Unsere Pokémon sind voll geil, als wären wir im Pokémon Center gewesen. Ziemlich nice. Schon wieder ein Team. Ich kann sie sehen. Ich kann sie sehen. Ich kann deine Niederlage sehen. Durch die Verbindung von Trainer und Pokémon wird eine große Kraft geboren. Psycholia und Psycholinos. Lisa. Ups. Abras. Hä, hey, Abra kann doch nur Teleport. Der Kampf ist easy gewonnen. Verfolgung. Was? Kraftreserve? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bam! Kraftreserve kann Abra nicht von selbst lernen, sondern nur durch TM. In Diamant und Perle gab es die TM 10 Kraftreserve. Kraftreserve ist eine Attacke, die, naja, mehr oder weniger zufällig einen anderen Typ hat. Und auch eine andere Stärke in dieser Generation sogar noch. Die Stärke variiert zwischen 40 und 70. Und je nach den Genen des Pokémons hat die Attacke eben eine andere Stärke und einen anderen Typ. Ich glaube, bei diesen zwei Abras ist es festgelegt, dass der Typ Kampf ist. Wenn die jetzt Chanera angreifen, werden wir es vielleicht sehen, denn Chanera ist ein Normal-Pokémon. Nein,
Sie greifen meine Elektro-Pokémon an. Alter! Und Abraham hat einen sehr hohen Spezialangriff, wie man gerade gesehen hat. Bei Kraftreserve hat er nur in Anführungszeichen zwischen 40 und 70. Da Kraftreserve kein Typ Psychotyp ist, weil ich aus sicherer Quelle weiß, dass es ein Kampftyp ist, weil die Scharniere auf effektiv ist und Scharniere ist normal, Kampf ist auf normal effektiv. Und die dadurch keinen Step bekommen, sind die erstens sehr stark, zweitens haben einen hohen Spezialangriff, drittens greifen sie beide irgendwie immer den einen an, habe ich das Gefühl. Aber wir haben beide Abras besiegt. Alter, Bame ist gestorben, nicht dein Ernst. Jetzt bin ich derjenige, der die Niederlage von trägt. Was? Aber Raissa heilt unsere Pokémon vollends auf. Ich glaube, sie arbeitet beim Pokémon Center so nebenberuflich. Okay. Das sind Zwillinge! Alles klar. So, meine lieben Asperos, ich muss euch leider auseinanderreißen. Okay, Sternschau trifft beide. Ja, gut. Ah ja. Okay, die können ganz schön reinhauen. Okay. Gesichte? Okay, mit Gesichte kann, wenn man ein Geist-Pokémon sieht, kann es dann doch mit normalen Attacken getroffen werden. Und ich glaube, ich mache jetzt einfach mal das hier platt. Oh, Bam erreicht Level 16. Krass. Ey, das macht ganz schön Schaden, dieses Haspero. Krass. Okay, die Eierbombe geht daneben. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Boah, Finsterball. Komm, wir werfen den Heilball. Oh, okay. Das hat schon mal gar nicht funktioniert. Ja, liebe Leute, denn ihr habt es vielleicht gemerkt. Ich will das Haspero fangen. Und zwar aus dem einfachen Grund, wie ihr vielleicht an meinem Kanalbild schon gemerkt habt, Schlappohr bzw. Mega Schlappohr, das es in der 6. Generation gibt, ist eigentlich ist eins meiner Lieblings-Pokémon, also das muss man schon sagen. Haspiroar ist im Spiel wahrscheinlich mega schwer zu trainieren. Oh Mann, ich will das nicht angreifen, weil dann tötet das Eierbombe. Aber ich will ein Haspiroar fangen. Wir haben zwar ein Normal-Pokémon und zwar Starer, aber ich will einen Schlappohr haben. Ich habe das noch nie trainiert. Das ist auch die einzige Ausnahme. Nicht. Ah. Wir schmeißen jetzt den Finsterball, komm. Der Finsterball ist in dunklen Orten, wie in Höhlen oder in der Nacht, sehr, sehr wirksam. Viermal so gut wie ein Pokéball. Deswegen easy fangen. Der Ball passt zwar überhaupt nicht zu Haspiroar, aber egal. So. Für Haspiroar wurde ein Eintrag im Publikum. Seine Ohren sind immer aufgerollt. Mit ihnen kann es selbst große Felsbrocken zertrümmern. Ja, stimmt, Haspiroar könnte Zertrümmerer lernen, das bringen wir ihm aber nicht bei. Und mein Mega Haspiroar. Mein Mega Haspiroar, genau. Mein Mega Schlappohr heißt. Weil ich wollte einen Shiny haben. Und Shiny ist es ja rosa und sieht aus wie Zuckerwatte, deswegen heißt es Sugar. It's so sweet like sugar! Ja, wir werden Haspiroar trainieren. Das wird, glaube ich, richtig anstrengend. Aber wir kriegen es schon hin. Ah ja. Es wird halt insofern anstrengend, denn... Oh Gott, wie graus jetzt schon davor. Haspiroar entwickelt sich nur durch Freundschaft weiter. Jedes Pokémon hat eine Grundfreundschaft von 70, wenn man es fängt. Und mit Freundschaft 210 entwickeln sich diese Pokémon. Haspiroar ist aber was Besonderes natürlich. Denn es hat eine Grundfreundschaft von 0. Absolut 0. Das heißt, wir brauchen... quasi ein... Nee.
Wir brauchen quasi 50% mehr, um dieses Haspelos zu entwickeln, als bei anderen Freundschaftsentwicklern. Das ist richtig ätzend. So. Und weil wir Haspiro so gerne haben, geben wir ihm sogar unsere Riesenperle. Weil wenn wir ihm Items zum Tragen geben, steigert es die Freundschaft leicht. So. Wir könnten ihm Rückkehr beibringen. Das ist eine normale Attacke. Die wird stärker, je höher die Freundschaft ist. Das ist gut zum Überprüfen. Also wenn die Attacke irgendwann mal mega stark ist, dann wissen wir, okay, es ist kurz vor der Entwicklung. Ich glaube, wenn wir es an erster Stelle tragen, kriegt es auch nochmal Freundschaft. Wenn wir es gegen wichtige Kämpfe kämpfen lassen, wie Arena-Leiterkämpfe oder gegen Team Galactic, kriegt es auch nochmal Freundschaft. Also wir werden jetzt alles in SCC hineinpumpen. Eigentlich könnten wir so einen Brief kaufen. Ja. Oh Mann. Also mein Ziel ist es, einen Haspiro zu bekommen. Ich sag mal, bevor wir mit dem Spiel durch sind auf jeden Fall. Einen Schlapper zu bekommen. Ich sag mal, vor Level 40 wäre schon geil. Challenge accepted. Und wenn wir viel laufen, also richtig viel laufen, dann kriegt's auch nochmal Punkte. Ich glaube, wenn wir 255 Schritte gegangen sind, das können wir ja hier ablesen, dann hat es einen Freundschaftspunkt bekommen. Yep. Das heißt, wir brauchen nicht weniger als knappe 40.000 Schritte bezüglich... Naja, wir haben ihm ein Item gegeben, also 40.000 Schritte ohne alles. Jo, easy. So. Und mit jedem Level Up bekommt es auch nochmal Freundschaft. Das Problem bei einer fitten Gen ist, es darf nicht sterben. Also wenn es verreckt, ist gleich mal 10 Freundschaftspunkte weg. Das heißt, 2550 Schritte umsonst gelaufen, mehr oder weniger. Das ist ganz schön ätzend. Also wir sollten Haspiro nicht sterben lassen. Auf keinen Fall. Wir glauben an Haspiro und setzen gleich mal Rückkehr ein. Und es macht einfach mal gar nichts an Schaden, ja? Klar, weil wir es eben gerade erst gefangen haben. Ist logisch, ne? Wir können ja mal vergleichen mit Pfund. Pfund hat Stärke 40, bitte nicht vergiften. Nein. Pfund hat Stärke 40. Und macht so viel Schaden. Ist schon ein deutlicher Unterschied. Rückkehr kann eine maximale Stärke von 102 haben. Das errechnet sich daraus eben auf der maximalen Freundschaft des Pokémon, die 255 entsprechen kann. Und, ja, errechnet sich halt aus der Freundschaft eben. Dann gibt es halt so eine Formel für. Was soll ich sagen? Genau, 102 ist die maximale Stärke. Da Rückkehr normal ist und in dem Fall Stab-Bonus bekommt, kann es also zu einer maximalen Stärke von 153 gelangen. Mit Stab halt, was schon krass ist. Deswegen ist Rückkehr auch eine sehr gute Attacke. Wenn das Pokémon dann mal hohe Freundschaft hat. Ich meine 102, das ist schon eine heftige Attacke. Ist online eigentlich bei manchen Pokémon sehr beliebt. Na, Fahnenschuss. Senkt die Initiative. Schon wieder ein Burmi. Ist dein Ernst, ey? Zack, Pfund! Oh, Mann! Geht die Eierbombe daneben. Dein Ernst, Mann? So. Zack! Oha! Okay, der macht aber auch Volltreffer wie Sau, ey. Ja, ich stell mir das gerade so richtig. Ich stell mir das gerade bildlich vor, wie das Haspiro, das wir fangen, uns total ignoriert und eigentlich dürfte es gar nicht auf unsere Befehle hören. Weil ich meine, null Freundschaft. Das ist so absolut null. Wobei man. Ich glaube, man kann sich's anders erklären. Ein Pokémon, das eine Grundfreundschaft von 70 hat, ist, ich sag mal, interessiert an den Trainer. Es findet den Trainer interessant. Es verbringt schon etwas Zeit mit ihm, weil es ihn halt kennenlernen möchte. In Sugars Fall ist es wahrscheinlich eher so, ja, okay, du existierst, ich muss auf deine Befehle hören, weil bla, ich will ja auch stärker werden, hat ja nur Sinn für mich. Also so friedliche Koexistenz quasi.
Leider sieht man keine Freundschaft, also man kann die nirgends sehen, diese Freundschaft. Ich glaube, später wird es ein Pocket-Zubehör geben, wo man die dann einigermaßen erkennen kann. Was? Dieses Panagon hat sich schon gehärt, ne? Gehärtet, ey. Wie Sau. Und ja, mit dem Pocket-Zubehör müssen wir es dann erkennen. Wäre geil, wenn wir einen Schlappohr hätten, bevor wir diesen Zubehör bekommen. Aber das ist unwahrscheinlich. Ein Zubehör bekommt man eigentlich recht schnell. Ich glaube, vor dem dritten Orden. Da kommt ein Pudox. Ey, wie viele Attacken hier daneben gehen? Krass. Oh. Okay, Pudox hält schon ein bisschen aus. Sugar hat so ein Level bekommen. Stimmt. Das ist gut. Greift doch jetzt mal an, Scharnierer, und triff. Zack, und. Wieso Heilung? Was machst du denn? Boah, du bist doch echt scheiße, wa? Genau, Pudox ist die An- und Panagon sind die andere Entwicklungslinie von Wurmple. Wurmple kann zufällig, und es ist wirklich absolut zufällig, sich zu Panagon oder zu Charlocko entwickeln. Es gibt eigentlich keine, zumindest keine erkennbaren Indikatoren, wie sich Wurmple zu Charlocko oder Panagon entwickelt. Das könnte, es ist scheißegal welches Geschlecht, scheißegal welche Gene, es ist einfach random, absolut random. Das ist, als ob vor der Entwicklung so ein Münzwurf geworfen wird und dann, ja, Zahl ist das, Kopf ist das. Es ist einfach behindert irgendwie. Genau. Und Charlocko bzw. Pudox entwickelt sich dann eben, Panagon entwickelt sich dann, also Panagon entwickelt sich zu Pudox und Charlocko zu, ja, ihr wisst, was ich meine. Und wir lernen Frustration. Das ist quasi Rückkehr nur in andere Form. Die Attacke wird stärker, je mehr der Anwender seinen Trainer hasst. Also nach aktuellem Stand ist diese Attacke bei circa 100 Stärke. Jetzt hat sie ein Level bekommen. Somit auch ein paar Freundschaftspunkte und dürfte jetzt nicht mehr bei 102 liegen. Aber ich glaube 101,5 hat die Attacke schon. Das heißt, Frustration ist aktuell die stärkste Attacke im Team. Einfach weil uns Sugar... Ah, das ist sogar noch ein Level gestiegen. Einfach weil uns Sugar richtig hasst. Ja. Einfach nur deshalb. So. Und ich würde sagen, das war's dann für diesen Part. Schaltet doch beim nächsten Part wieder ein. Gebt mir doch ein Feedback in Form eines Likes oder eines Kommentars. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal bei Pokémon Platin Edition.